So, wir dürften live sein. Bei mir lädt Facebook noch. Ich check es nochmal, aber ich kriege in Zoom schon angezeigt, dass wir live sind. Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Wer schon da ist, darf uns gerne mal in den Chat schreiben, ob wir zu hören sind, ob wir zu sehen sind. Und Mick Jagger checkt das Mick. Das Mick wird von Mick Jagger gecheckt. ja. Oder das Berühmte. Probe, Probe, 1, 2, Probe. Ist Test 1, 2, 1, 2. So, aber wir werden hier angezeigt. Wir sind definitiv live. Bei mir auch, ja. Wir Und müssten live sein. genau, und ich sehe, jetzt kommen auch die ersten rein. Und aufgrund der Tatsache, dass Markus gleich noch einen Anschlusstermin hat, werden wir keine akademischen 5 Minuten warten, sondern wir starten gleich durch, würde ich sagen. Gerne. Ja, meine Lieben, es geht um das Thema Content Marketing. Allerdings hat Markus natürlich auch durch seine langjährige Online-Business-Erfahrung und generell Business-Erfahrung sehr viel mehr an Weisheitsperlen, die er uns mitgeben kann. Deswegen Content Marketing nehmen wir mal so als Rahmenthema. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr andere Fragen habt, die mal reinposten. Ob Markus die dann beantwortet, darf er selber entscheiden. Ja. Aber lieber Markus, erzähl uns mal das Thema Content Marketing. Ich weiß, du hast da sehr viel Erfahrung, beispielsweise durch deinen Podcast. Warum ist dieses Thema für dich so ein Herzensthema, so eine Herzensangelegenheit? Weil ich habe lang gesucht, Stefan. Okay, Marketing ist Verkauf. Wenn du dein Produkt nicht verkauft kriegst, ist es nichts wert. Das ist einfach so. Sind wir uns einig? Richtig? Sind wir uns einig? Und du musst verkaufen lernen und Verkauf ist Marketing. Dann gibt es die einfache Formel: Reichweite plus Expertenstatus sind gleich Sales. Also Reichweite ist uns gegeben worden vor etwa 20 Jahren mit dem Internet. Deswegen möchte ich das Internet beherrschen. Und Expertenstatus, Experte sein, ist relativ einfach. Du musst nur sagen, dass du einer bist. Expertenstatus ist ein bisschen diffiziler. Du musst deinen Menschen beweisen, dass du einer bist. Denn das heißt, der Status, den bekommst du von deinen zukünftigen Kunden, von deinen Followern verliehen. Den musst du dir also erarbeiten. Nochmal, Reichweite plus Expertenstatus. Jetzt gibt es eben unheimlich viele, die ihr Geld nach draußen geben, damit es jemand anders vermehrt und das klappt nicht beim Banker. Und es gibt auch unheimlich viele, die ihr Marketing nach draußen geben, weil sie es selber nicht verstehen. Und es klappt eben auch nicht, weil sie können ja gar nicht beurteilen, was der andere mit seinem Geld macht. Sie können gar nicht die Ergebnisse vernünftig beurteilen. Deswegen habe ich nach einer Marketingmöglichkeit gesucht, die ich A verstehe, die ich komplett beherrsche und die mich nicht finanziell einfach tötet, schlicht und ergreifend tötet. PPC-Marketing wird dir als Anfänger, boah, ja, den Hahn abdrehen, weil fünfstellig ist für die Anfänger pro Monat. Und Content-Marketing ist eigentlich die intelligenteste und einfachste Lösung. Wir haben alles, so gut wie alles im Internet kostenlos zur Verfügung, das wir brauchen, um eine Brand, um eine persönliche Marke aufzubauen. Und es ist einfach, die paar Gesetze, die es gibt, zu beherrschen. Wir können über YouTube Google beherrschen, ja, weil Google alles supportet, was auf YouTube läuft. Damit haben wir schon mal einen Block. Wir wissen, bist du nicht auf YouTube, bist du nicht im Internet, bist du nicht im Internet, bist du nicht online, hast du keine Reichweite, schlicht und ergreifend. Es ist ja fast schon selbsterklärend. Und es gibt ein paar einfache Tricks, die man in allerschnellster Zeit lernen kann. Schnellste Zeit heißt bei mir 1, 2 Monate. Ja, aber dann kannst du auf Jahre daraufhin aufbauen. Und das sollte man tun, weil das sind die eigenen Verkaufsskills, die man aufbaut. Und ich kann sogar YouTube beherrschen mit einem Standbildvideo damit, aber weil ich vorher Keyword-Recherchen gemacht habe, meine und die SEO-Arbeit entsprechend auf YouTube mache,
bin ich dann bei YouTube und bei Google auf Seite 1 und bei Pinterest eventuell auch noch. Und dann habe ich nur einmal was rausgebracht. Ja, wir haben es gerade eben schon im Vorgespräch gehabt, lieber produktiv als fleißig. Und damit, hey, ich zeichne ein cooles Interview mit einem Menschen auf oder ich sage, hey, schau mal, ich erkläre dir hier kurz was, zeichne das einmal auf. Und vor allem, ich habe es dann immer wieder parat. Es ist sehr produktiv, wie ich finde. Und vor allem, ich bin so drauf eingestiegen auf das Content Marketing, ins Podcasten, ins YouTube, weil ich nie den Bock hatte. Also wenn ich irgendwas das vierte Mal erzähle, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, dann mache ich lieber einmal ein vernünftiges Video und dann sage ich, hier, schau mal, ich habe es dir schon mal sauber erklärt, schau dir die 10 Minuten Video an und damit ist die Sache gut. Jo. Du hast im Interview gesagt, das ist so ein Zitat, was ich sehr schön fand, Google zu beherrschen ist unglaublich schwer, YouTube zu beherrschen ist unglaublich einfach und wenn du YouTube beherrschst, dann liebt dich auch Google, also ja. Weil es ja eine Firma ist. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich gerade als Anfänger mich eher darauf konzentrieren, bei YouTube gut gerankt zu werden, weil dann kommt das Google-Ranking automatisch, anstatt jetzt groß in das Thema SEO einzusteigen und meine Website bei Google hochzubringen. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt nicht Content-Marketing oder SEO. Es ist ein und dasselbe. Es ist ein und dasselbe. Weil wenn du keinen Content hast, gibt es nichts. Also SEO heißt für diejenigen, die es nicht wissen, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Ja? Was sind Suchmaschinen? Google ist eine Suchmaschine, Bing ist eine Suchmaschine, Yahoo ist eine Suchmaschine, YouTube ist eine Suchmaschine, iTunes ist eine Suchmaschine, Pinterest ist eine Suchmaschine, aber auch Udemy, nur Udemy gibt uns leider keine Daten raus. Das sind alles Suchmaschinen, die sammeln Daten und die funktionieren nach gewissen Algorithmen. Wenn ich keinen Content habe, gibt es nichts, was ich optimieren kann. Ja, wenn ich Content rausbringe, und da haben wir das Problem, ich habe schon hunderte Podcasts mit auf den Weg begleitet und dann, ich weiß, dass ich ab und zu ein schwieriger Typ bin und dann werden die Tipps nicht so angenommen und dann heißt es, ja, aber ich will das so nicht. Und dann machen sie ihr eigenes Ding, achten nicht drauf und du wirst einfach nicht gefunden. Und Fakt ist, wenn du dein Produkt nicht verkauft bekommst, ist es nichts wert, egal wie gut es ist. Punkt. Also von diesen. Ja. Es ist im Prinzip ein und dasselbe und es geht sehr, sehr eng Hand in Hand einher. Aber von diesen Suchmaschinen, die du genannt hast, ist YouTube deiner Erfahrung nach mit so eine der, die sich am meisten lohnt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich will auf die anderen auch nicht verzichten. Ich bin ja bekannt geworden mit iTunes. Ja, iTunes ist die dümmste Suchmaschine, die jemals programmiert wurde. Ist ein Graus. Für mich persönlich war in den letzten 6 Jahren iTunes lukrativer, weil ich erst nach 3 Jahren oder so auf YouTube gekommen bin und als einer der ersten Podcaster, glaube ich, realisiert hat und das auch bekannt gemacht hat. Ich hab kapiert, dass YouTube viel mächtiger ist und dass ich als Podcaster auf YouTube nicht verzichten kann und möchte. Ja? In 10 Minuten beherrscht man YouTube und damit hat man die komplette SEO-Arbeit für Google gemacht. Wie cool ist das denn? Und man kommt dann bei Google, je nachdem, was die SERPs anzeigen, SERPs heißt Search Engine Result Pages, also je nach Keyword zeigt Google andere Sachen an. Manchmal werden Videos angezeigt, manchmal werden Bilder noch mit angezeigt auf der ersten Seite. Manchmal wird Google My Business, Google Maps angezeigt, du weißt das. Je nachdem, was die anzeigen, bin ich mit einem Video, mit meinem Blogartikel und in der Google Bildersuche und in der Google Videosuche 4-mal auf Platz 1 oder 4-mal auf der ersten Seite mit einem einzigen Podcast. Weißt du, was andere dafür zahlen? Die zahlen pro Klick, die zahlen 25.000, 50.000 pro Monat an eine dusselige Agentur. Und ja, eins meiner Lieblingsthemen sind diese Marketingagenturen, wo nur Leute drin sitzen, die direkt vom Studium in die Agentur gekommen sind.
Die machen das, was ihnen vorgekaut wurde oder was eigentlich funktionieren sollte, aber da ist jetzt keiner drin, der mal von dem Blödsinn, was er da verzapft hat, hat leben müssen. Und wenn er mal Blödsinn gebaut hat, dass er gemerkt hat, oh Scheiße, ich habe jetzt mal 3 Monate kein Geld verdient. Ich müsste mal schnellstmöglich, verstehst? Die arbeiten nur mit Fremdengeld und ich glaube nicht, dass denen das sonderlich wehtut, wenn dann etwas nicht passt. Ja, Leute, ich trinke aus der Flasche und ich habe eine Plastikflasche. Ich weiß, politisch komplett inkorrekt. Ich mache es trotzdem. Ja, also bedeutet das dann letzten Endes auch nicht nur als Anfänger, sondern du sagst auch als Profi, dass ich mich um mein Marketing, also zumindest um das Content-Marketing auch selber kümmern sollte, weil am Anfang hast du gesagt, der andere kennt mich und meine Inhalte erstmal gar nicht so. Der kann vielleicht irgendwie was einpflegen, was ich ihm vorgekaut habe, aber dann kann ich es auch direkt selber machen. Und außerdem geht meine Persönlichkeit verloren, wenn ich das direkt an eine Agentur gebe, oder? Ja gut, die Persönlichkeit brauchst du in erster Linie mal nicht. Du kannst dir auch jemanden einstellen, der die Videos oder die Podcasts oder die Blogger für dich macht oder die Blogartikel schreibt. Also nochmal, Content Marketing kannst du auf 3 Arten rausbringen. Du kannst was schreiben, du kannst was hören, also sprechen, und du kannst was zeigen in einem Video. Und es heißt nicht entweder oder, sondern es heißt und. Ja, weil eben dein zukünftiger Kunde nicht der Podcast-Hörer, der YouTube-Schauer oder der Blogleser ist, sondern er ist ein und derselbe Mensch, nur in unterschiedlichen Situationen im Alltag. Wenn du im Auto fährst, kannst du einen Podcast hören, kannst aber kein YouTube-Video schauen. Oh, ja? Okay. Wenn du in einem Großraumbüro morgens um 9 da sitzt, dann kannst du den Blogartikel lesen, aber keinen Podcast hören, vielleicht weil du auch noch aufs Telefon achten musst. Wenn du abends vor deinem Smart-TV hockst, dann kannst du YouTube anmachen und kannst ein Video schauen. Oder wenn du in der U-Bahn bist, es gibt Leute, die schauen Videos, unbedingt wichtig, Profi-Tipp, kein Video hochladen ohne Untertitel. Die Untertitel reinhauen, weil die Leute lesen Videos. Ihr werdet selber wissen, ihr habt es schon gemacht. Und noch ein Profi-Tipp, wer jetzt haue ich richtig einen raus. Wenn du mit deinem Business internationale Kunden erreichen möchtest, geh hin, lass dein Video transkribieren. Ich hätte eine Software, aber die kann ich nicht rausgeben. Müssten wir überlegen. Wir haben einen Sonderdeal mit denen. Es gibt Transcription-Software. Sucht euch was raus, transkribieren lassen, okay? Diese Transcription, was ihr gesprochen habt, es gibt Software, die können das, diese Transcription von einer virtuellen Assistentin schnell korrigieren lassen. Dann hingehen, DeepL holen und das ganze Ding übersetzen lassen. Ja? In eine Untertiteldatei transformieren lassen und dann auf Englisch die Untertitel mit reinballern, weil in dem Moment kannst du dein Video international mit dem englischen Titel hochladen und die ganze Welt kann sehen. Ich habe zum Beispiel einen Lieblings-Barbecue-Kanal. Der Mann kommt aus Kasachstan. Der hat Millionen Follower. Die Amis folgen dem, die Russen folgen dem. Auf der ganzen Welt hat er Fans. Der macht einen richtig tollen Barbecue-Kanal aus Russland, aus Kasachstan da hinten, irgendwo im Gebirge. Er spricht Russisch. Keine Sau versteht ihn, außer seine Landsleute. Er hat englische Untertitel drin. Punkt. Und deswegen sieht den die ganze Welt. Also, erster Schritt Content Marketing. Wenn das läuft, auf jeden Fall englische Untertitel reinballern. Damit kriegst du ganz einfach den Sprung auf die internationale Ebene. Deinen Blog noch auf Deutsch und Englisch mit einer Autoübersetzung anbieten. Das wird im ersten Schritt reichen. Und dann kannst du deine Coachings auf Englisch anbieten. Deswegen Content Marketing. Wer macht das? Ne. Geh mal in eine deutsche Marketingagentur und sag, ich möchte international rauskommen. Sag ich, das wird eine Rechnung. So. Und deine VA hat so nur 2 Stunden mehr Aufwand pro Video, sagen wir mal. Wenn die mein Hund läuft rum. Geh schön auf den Platz. Ja, Süße. Alles gut. Wer es mal sehen will, Achtung. Achso, da unten ist er. Oh. Jawohl.
Ah, hast du gerade einem Hund gebunden, Stefan? Ja, na klar, na klar. Mhm. Mit Hunden, mit Katzen, da kriegst du mich komplett, also mit Tieren generell. Ja, das verstehe ich ja. Wo ich bin, ist meine Süße. Also, ja, Frage beantwortet, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hans-Jürgen fragt gerade, wie fange ich am besten an mit einem Podcast und was brauche ich dafür? Gegenfrage, okay. Als erstes definierst du deine Nische, danach definierst du deine Zielgruppen. Schon mal der erste Fehler, den die meisten machen, eine Nische ist keine Zielgruppe und eine Zielgruppe ist keine Nische. Beispiel, Hunde. Wir nehmen die Hunde. Die Zielgruppe ist Hunde. Die Nische könnte sein Schutzhund, Rettungshund, Jagdhund, Wasserhund, Erdsuchhund, Hütehund, was auch immer. Blindenhund, Apportierhund. Ja? Die Zielgruppe bei einem Schutzhund, ja, jetzt haben wir die Nische Hund, dann noch Unternischen und jetzt haben wir jetzt sind wir in der Unternische Schutzhund. Jetzt könnten wir die Zielgruppe haben, schutzbedürftige Frauen, Firmeninhaber, Sicherheitsleute, Polizisten, Militär. Das sind Zielgruppen. Und dass du es Militär und private Sicherheitsleute oder private Schutzbedürftige oder reiche Menschen ganz anders ansprichst, mit ganz anderen Themen. Und das sollte klar sein. Deswegen, ich fange jetzt gerade einen neuen Podcast an, mit einem riesen Blog. Da geht es ums Thema Schusswaffen. Ich bin ja Jäger. Wieso, weshalb, ist jetzt egal. Ich weiß gar nicht, ob wir es im Interview erwähnt haben. Ich habe mit meinem Team eine Woche lang nur die Keywordliste gemacht. Ja? Eine Woche lang nur eine Keywordliste. Also fangen mit einer vernünftigen Keywordliste an. Was ist deine Nische? Und was viele falsch machen ist, sie gehen nicht tief genug in eine Nische rein. Sie wollen so global wie möglich bleiben. Und damit fühlt sich keiner angesprochen. Ich habe hier einen Border Collie Appenzeller Mix liegen und Ihre Mutter war ein echter Hütehund aus der Schweiz, also auf einer Alp. Die hat wirklich gehütet. Und die ist 80% Border Collie. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ich bilde Hunde aus, naja, dann kann ich mich angesprochen fühlen, muss aber nicht. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich zeig dir, wie du deinen Border Collie perfekt trainierst und der Hund das glücklichste Leben führt, während er bei dir ist, dann bin ich dabei. Weil er hat mich in den Border Collies angesprochen. Also Hund, Arbeitshund, Hütehund, Collie, Border Collie sind immer 5 Stufen tief. Also das ist auch ein Tipp aus einem sehr, sehr guten Buch, Big Podcast von David Hooper. Gehe 5 Stufen tief. Sag nicht tanzen, sondern sag klassischer Tanz, Pärchentanz, Ballroom-Style, Walzer. So, und jetzt machst du gut, ein Podcast über Walzer ist schwierig, aber jetzt machst du den YouTube-Kanal über Walzer, weil wenn du alle Walzer-Tänzer hast, dieser Kuchen ist groß genug, und dann sagst, ach übrigens, ich kann auch Tango, sind die sofort drin. Dann fühlen die sich sofort angesprochen, weil die haben dann von dir gehört. Von ganz spitz auf groß werden ist einfach, von ganz groß alle abdecken ist unheimlich schwer. So würde ich anfangen. Und ansonsten die ersten 2 Monate 50 Episoden vorbereiten und rausbringen. An Technik brauchst du nicht viel, dein iPhone reicht oder was du hast. Ein Rode Videomic mit dem richtigen Adapterkabel und vielleicht 1-2 Lämpchen und ein vernünftiger Handyständer, so mit 3 Beinen, wo man das Handy dann reinmachen kann. Das genügt. Und damit kannst du loslegen, weil auch hier gilt 20% Aufwand, 80% Erfolg. Dann ist better than perfect, komm raus. Aber die ersten 2 Monate sollten es 50 Episoden sein, um die Suchmaschinen. Du hast bei iTunes die ersten 3 Monate einen sogenannten Welpenschutz. Deswegen sollte die Launch-Strategie stimmen. Am ersten ein Podcast ist ein gesprochener Blog. Am ersten Tag mit 5 Episoden rauskommen, weil versetz dich immer in die Situation deines Hörers. Der findet dich am ersten Tag
und finde dich mit der ersten Episode super sympathisch. Dann will der mehr. Oh Gott. Jetzt hast du eine Episode und der denkt, schade. Und dann hat er dich vergessen. Und jetzt hört er aber noch am ersten Tag die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und hört jetzt fünfmal, hey, morgen gibt es die nächste Episode. Also du bringst im ersten am ersten Tag bringst du fünf Episoden raus und dann jeden Tag eine im ersten Monat. Außer Samstag, Sonntag, wenn du das nicht willst. Im zweiten Monat bringst du drei Episoden pro Woche raus und ab dem dritten Monat einmal pro Woche. Weil damit du wirst sehr stark bei iTunes bewertet, ob du regelmäßig rauskommst. Und damit ballerst du relativ schnell hoch in die neu und beachtenswert. Das ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Tipp, weil wenn man sich jetzt mit diesem Algorithmus nicht beschäftigt hat, glaube ich nicht, dass man fünf Episoden am ersten Tag und dann so regelmäßig weitermacht, sondern dann fängt man direkt von Anfang an mit einer Folge pro Woche an und wundert sich, warum da nichts vorwärts geht. Und auch ganz schnell sicher gehen. Also es gibt ganz viele Podcaster, die so nach die stöhnen bei nur 50 Episoden. Ich meine, mach drei Interviews oder mach drei Interviews am Tag, dann hast du in zwei Wochen die 50 Episoden durch. Oder drei Episoden pro Tag. Und das ist nicht schwer bei 20 Minuten. Ich schneide nichts raus. Wenn ich husten muss, dann habe ich gehustet. Wenn es klingelt, dann hat es geklingelt. Wenn der Hund bellt, bellt der Hund. Wir haben hier kein Radiostudio. Die Leute dürfen mir persönlich zuhören. Also erlaube dir selbst auch Fehler. Ich bin da in ein paar amerikanischen Gruppen mit drin. Wenn ich anfange zu atmen. Soll ich mal was zeigen? Ja, genau. Da muss ich dir den Horst geben. Ja, mach mal. Ich mach mal ein Schneideprogramm auf. Wer das nicht kennt, ein Audioschneideprogramm, eines der bekanntesten und vollkommen kostenlos, ist Audacity. Seht ihr mein Audacity? Ja. Audacity heißt das, ja? Bitte kann man sich kostenlos runterladen, wenn man Fragen nur zu hat, mich fragen. So, jetzt gehen wir mal hin und zeichnen was auf. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Habermehl. Ja, und schon wieder ein neuer Podcast. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. So, jetzt haben wir in einer sogenannten Stereospur etwas aufgezeichnet. Stereo, warum? Wir haben einen linken und einen rechten Kanal. Mono wäre einzeln. Was wir hier sehen, worauf will ich hinaus? Ich gehe mal hin und normalisiere das. Was das jetzt ist, ist gar nicht wichtig. Was ich euch zeigen will, ist Folgendes. A, so schnell nimmst du Audio auf. Punkt. B, hier vorne ist jedes Mal, wenn ich anfange, den Mund aufzumachen, mein Einatmen zu sehen. Ihr selbst habt es nicht gehört und es hat euch nicht gestört. In dem Moment, wo neue Podcaster das hier sehen, kommen die auf die total schwachsinnige Idee, das rauszuschneiden. Du bist sehr ewig beschäftigt für eine Episode. Genau. Jetzt, warte mal, ich übertrage mal mit Ton. Ich lasse es mal abspielen. Und jetzt schau mal drauf, immer wenn es da ist, jetzt wo du dich drauf konzentrierst, wirst du meinen Atmer hören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Habermehl. Ja, und schon wieder ein neuer Podcast. Ein neuer Tag, eine neue Episode. So, das Problem ist, wenn man das mal sieht, dann fragt man sich, was ist denn das? Dann hört man hin und dann stört es einen. Auf so eine schwachsinnige Idee bitte nicht kommen. Nicht anfangen, hier irgendeinen Quatsch rauszuschneiden, okay? Das ist schon einmal ganz wichtig. Also, wie gesagt, ich kenne Leute, die haben einen, das ist kein Witz, ich kenne Leute, die haben einen Stuhl auf den Tisch gestellt, haben drei Wolldecken drunter im Hochsommer, haben das Mikro da drunter gepackt. Ich habe jetzt hier einen Raum, der Raum ist noch nicht fertig und ihr hört unheimlich viel Hall. Hall ist das Schlimmste, was es gibt.
Aber ich komme lieber unfertig zu euch, als dass ich jetzt anfange, hier Decken in mein Büro zu hängen. Wenn mein Büro fertig ist, ist es fertig und dann hört sich's auch besser an. Jetzt ist es halt noch nicht so weit. What the fuck? Ja, erlaube dir Fehler. Das ist das Wichtigste. Und mir ist es wichtiger, jetzt live zu sein und Fragen zu beantworten, als dass der Ton hundertprozentig perfekt ist, obwohl ich die Technik dafür hätte. So. Lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Wenn wir nichts machen, dann kann unsere Audiospur noch so gut sein. Genau. Mit 20% Aufwand, 80% Erfolg. Wenn du mit 20% Aufwand die ersten 50 Episoden draußen hast, ist das Pferd geritten. Verspreche ich dir. Weil dann hast du schon mehr gemacht als die meisten. Das Problem ist, dass die meisten Podcaster nach 25 Episoden schon keinen Content mehr haben. Und deswegen sagen die von Anfang an, ja, so inflationär sehe ich gar nicht ein, mit meinem Content umzugehen. Ja, musst du aufsparen, ne? So, dann ist es vielleicht nicht dein Thema. Und dann wiederholen sie sich und dann wird der Podcast langweilig. Ja, ganz wichtig, wenn du einen Podcast machst, mach dir einen vernünftigen Redaktionsplan, kann man Trello oder Ähnliches nutzen und dann schreib rein, welche Fragen es gibt, und es gibt so unheimlich coole Recherchetools, kein Problem. Also es ist Arbeit, ganz klar, aber wenn man sich ein bisschen reindenkt und reinfühlt, dann hat man das so schnell auf dem Kasten, einen Monat, verspreche ich. Hat man das so schnell auf dem Kasten, dann steht das Ding und dann verkauft das auch für dich. Ja. Hans-Jürgen fragt, wie lang sollte so eine Episode denn mindestens sein? Welche Länge ist optimal? Was ist so die Maximallänge? Lässt sich das pauschal sagen, ohne jetzt zu wissen, um was für eine Zielgruppe es gibt? Gibt es so eine Faustformel? Ich glaube, die Antwort darauf lautet ja. So. Man sagt, dass eine ideale Podcast-Episode zwischen 5 und 15 Minuten lang sein sollte. Das ist auch das, was ich fühle. Ich mache meine Podcast-Episoden alle zwischen 45 und 90 Minuten lang, weil ich halt eine Sabbeltante bin. Du siehst ja, ich komme von A nach B über C wieder zurück nach A. Ich lasse es einfach fließen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Die Leute dürfen bei einem Interessierten, in einem interessierten Gespräch, was mich wirklich interessiert, dürfen Sie zuhören. Wenn es Ihnen gefällt, sind Sie eingeladen zuzuhören. Wenn es Ihnen nicht gefällt, dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie schweigend den Raum verlassen. Punkt. That's it. Mein Podcast, meine Regeln. Wenn du eine Zielgruppe hast, Hans-Jürgen, also einen Podcast hört man meistens im Auto, und wenn du davon ausgehst, dass dein durchschnittlicher Wunschzielkunde 20 Minuten in die Schule fährt, mit dem Auto zur Arbeit fährt oder sonst wo, dann time das so ein bisschen, dass er eine komplette Episode hören kann, weil eine unterbrochene Episode wird selten wieder angefangen. Mhm. Aber ich habe mich nie an die eigene Regel gehalten. Ich denke, das ist ja auch immer sehr themenabhängig. Ist es denn empfehlenswert, eine gewisse Länge, so Pi mal Daumen, für jede Folge einzuhalten? Oder ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ich heute mal 90 Minuten mache und das nächste Mal sind es nur 10 Minuten, weil das Thema nicht mehr hergibt? Also, dein Podcast, deine Regeln. Punkt. Ist übrigens mein Spruch. Es gibt da draußen Podcast-Trainer, die haben mir geklaut. Dein Podcast, deine Regeln. Mach, was dir Spaß macht, weil dann bist du authentisch. Mhm. Ja, und die Leute haben auch immer gefragt, Markus, wie bist du nur auf dein Konzept gekommen? Das ist ja so anders wie das, was alle anderen machen. Und das liegt einfach daran, dass ich keine anderen Podcasts höre. Ich bin Produzent, nicht Konsument. Ich mache Bier, ich trinke es nicht. Ja. Ich weiß nicht, was andere machen, und es ist mir egal. Ich habe 40 Jahre trainiert, inzwischen 44 Jahre trainiert, mich mit Menschen zu unterhalten. Und das Einzige, was ich hier mache, ist das, was ich gerade eben gezeigt habe. Nämlich, ich unterhalte mich mit jemandem und drücke dabei auf einen Record-Button irgendwo. Das ist alles. Und ansonsten, ich habe vielleicht vorher ein paar Themen noch rausgehauen und habe gesagt, hey, was ich mache ist, ich
bespreche in einem Vorgespräch immer drei Content, ich will von jedem Interviewpartner drei Content-Schnipsel haben, die ich so nicht oder noch gar nicht in meinem Podcast hatte, dass ich einen Mindestmehrwert bieten kann, jedem meiner Hörer. Und die drei arbeiten wir ab. Irgendwann im Laufe des Gesprächs arbeite ich die ab. Das wissen die Leute nicht, wann. Und ansonsten können wir über Kuchen backen, über Arsch backen, über alles reden. Wir können über Flugzeuge reden, wenn es irgendwie damit zu tun hat. Weil es gibt auch Interviewer, die gehen hin, haben ihre 20 Fragen und egal, was der Interviewpartner antwortet, sie gehen nicht drauf ein und gehen stumpf ihren Fragenkatalog durch. Und das ist sehr schwierig anzuhören. Ja, also da empfehle ich doch, wenn der Interviewpartner was sagt, du schreibst dir eine kurze Notiz auf, lass das Gespräch laufen und nach 4-5 Minuten kannst du ja wieder drauf zurückkommen und kannst ihn ja nochmal abholen und sagen, übrigens, vorhin hast du gesagt das und das, lass uns nochmal drauf zurückkommen. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, das Gespräch zu lenken. Ja? Aristoteles hat mal gesagt, wer fragt, lenkt das Gespräch. Wer fragt, führt das Gespräch, genau. Welche Recherchetools kannst du empfehlen? Ich nehme jetzt an, die Frage bezieht sich auf die Themen für Episoden. Hier hätten wir Answer the Public. Welche noch wird gefragt? Answer the Public ist kein Recherchetool. Das ist eher ein SEO-Tool für mich. Das nutze ich SEO-technisch. Wer hat es denn gefragt? Hans-Jürgen. Cool. Hans-Jürgen, wer ist die Zielgruppe? Brauchst du was Konkretes? Dann kann ich es dir an einem Beispiel zeigen. Warten mal einen kurzen Moment auf die Antwort. Aber wir sind beim Hans-Jürgen. Wenn ich da meine Leute richtig im Kopf habe, sind wir hier bei Beratung für Immobilienprojekte. Also Hans-Jürgen ist quasi der den Fusch am Bau verhindert, weil er der Profi ist. Du holst ihn dir, der dann den Leuten in den Hintern tritt, wenn die irgendwie Fusch am Bau betreiben wollen. Okay, wenn dem so ist, wir können ja während des Gesprächs gerne korrigiert werden, dann würde ich jetzt zum Beispiel als erstes mal Google nutzen. Als zweites nutze ich, was ist denn hier los? YouTube. Und dann schauen wir mal weiter. Also Google, Fusch am Bau. Und jetzt ganz wichtig, wo ist die Keyword-Liste? Ich habe jetzt keine Keyword-Liste, sonst könnte ich die abarbeiten. Ne? Also, Fusch am Bau und jetzt pass auf. Jetzt ist Fusch am Bau ist das Keyword und in den SERPs, also die Search Engine Result Pages, gibt mir ähnliche Fragen raus. Ich habe hier drei Fragen. Das wären für mich drei Episoden. Und ich würde dreimal auf das Keyword Fusch am Bau ranken. Des Weiteren habe ich hier Videos, die gut ranken. Also würde ich mal schauen, wenn das Keyword Fusch am Bau ist. Immobilien oder Hausbesitzerberatung, wenn das jetzt das Keyword wäre. Wäre Nummer 1 kostenlose Rechtsberatung. Kostenlose Rechtsberatung ist Nummer 2 Haus und Grund. Wir haben wieder ähnliche Fragen. Wer berät Wohnungseigentümer? Wäre für mich ein kompletter Podcast. Haus und Grund? Wieso? Wo, Hausbesitzerberatung. Beratung rund um Haus. Naja, das will ich denen alles wegnehmen. Dann könnte man auch mal schauen, was wird denn in der Bildersuche angezeigt? Schutzagentur, Haus und Grund, Steffen Ückert, Beratung rund um Haus und Garten. Okay, kann man so machen. Jetzt gehen wir hin und geben die gleichen Hausbesitzer, wie nennt man jemanden, der was baut? Nicht Häuslebauer, ich komme aus Süddeutschland. Bauherr? Bauherren. Bauherrenberatung. So, hier oben, das sind Anzeigen. Bauherrenschutz. Und schon wieder haben wir ähnliche Fragen.
Hier, das sind alles einzelne Episoden, die sind so wichtig und werden so oft gestellt, dass YouTube es für wichtig erachtet. Oder das sind Blogartikel, die so oft aufgerufen werden, dass sie hier als ähnliche Fragen gleich auf Google Seite 1 sind. Und wenn du es schaffst, eben diese Frage, nur diese Frage zu beherrschen, bist du in ähnliche Fragen bei Google auf Seite 1. So einfach ist es und so schwer ist es. So, des Weiteren gehen wir mal hin. Bauherrenberatung. Fertighaus bauen, die 10 wichtigsten Themen. Nur anhand des Titels würde ich jetzt eine Podcast-Episode machen, ohne hier reinzugucken, weil ich will den nicht kopieren. Ich will nur wissen, was interessiert diese 20.000 Leute? 10 Hausbautipps, also so Listen-Episoden funktionieren eh immer gut. Bauherrenhaftpflichtversicherung, nächste Episode. Obwohl ich mich mit dem Thema nicht auskenne, könnte ich einen kompletten Podcast drüber machen. Was ich jetzt auch machen kann, ist, ich nutze die sogenannten Suggests. Es gibt Google Suggest und YouTube Suggest. Ich gebe ein das Wort Bauherren, sonst nichts. Und jetzt werden mir die 10 häufigsten Wörter angezeigt, die nach Bauherren kommt. Also ich muss nochmal sicherstellen, google.de. Dann gehe ich hier unten rechts in die Einstellungen, Sucheinstellungen. Und jetzt schaue ich mal an. Wäre aktuelle Region ausgewählt. Ich wohne in Österreich. Es ist aber Deutschland ausgewählt, weil da meine Hauptzielgruppe, meine Kunden sitzen. Also jetzt gebe ich ein Bauherren, Leerzeichen, mach nichts, Schutzbund, mach eine Episode mit denen, mach ein Interview mit denen und beherrsche ihr eigenes Keyword. Ja, auch deine ganze Konkurrenz. Ja, wenn du jetzt ein Konkurrent von mir wärst, also auch einen Finanzpodcast hättest, dann wäre es mir ein Anliegen, Stefan Dittrich als Interviewpartner zu bekommen. Warum? Weil ich vielleicht SEO besser beherrsche als du. Und damit gehört mir dein Name als Keyword. Wenn jemand Stefan Dittrich sucht, möchte ich, dass der Panzerknacker gefunden wird. Und jetzt hauen wir die Ellenbogen raus und sind Unternehmer. Ja? Und jetzt fighten wir, ohne dass du mitkriegst, dass wir fighten. Das sind alles Keywords, die in den Top 10 ranken bei Google. Also sieh zu, dass du darüber eine Episode machst und dass du diese Keywords beherrschst. Das Gleiche funktioniert hier bei YouTube. Bauherrenrechtsschutz ist das erste. Bauherrenrechtsschutz ist hier das zweite. Das wäre eine der ersten Episoden, die ich machen würde. Sowohl bei Google als auch bei YouTube ist es eines der meistgesuchten Wörter. Ja? Und was ich jetzt noch habe, ist ein ganz krasser Tipp, nämlich Pinterest. Pinterest ist eine Bildersuchmaschine. Und bei Pinterest gehe ich unheimlich gerne hin und gebe Suchen auf Englisch heraus. Was könnte man suchen? Zum Beispiel nehmen wir mal dein Thema jetzt, Stefan. Online-Congress. How to. Wahrscheinlich Summit. Summit ist, glaube ich, der englische Begriff. Online Summit? Summit, genau. Dann machen wir mal das How-To weg. Dann grenzen wir uns nicht so ein. Allein die Frage, why, könnte man mal durchlesen. 12 Tools, die du brauchst, um zu launchen. Zack, hast du schon wieder ein Freebie oder sonst irgendwas? Ja, ja. Wie man launcht. Oh, hier ist eine wunderschöne Vorlage eventuell für ein downloadbares Paper. Also ich lasse mich aufpassen, ich kopiere die nicht oder übersetze die nur, sondern ich lasse mich gerne und stark davon inspirieren. Ich lese es mir durch und manchmal bin ich auch anderer Meinung und ersetze dann ein paar Sachen. Manchmal nehme ich ein paar Sachen da einfach mit auf. Ja, aber es ist ein unendlicher Quell von Content. Welche Bücher gibt es? Mach ein Book Review, interviewe den Autor. Welche
Wir können auch mal, ich kann mal meinen Redaktionsplan zeigen. Ich habe für jeden Content haben wir Redaktionspläne. Und im Redaktionsplan sind hier vorne Kopiervorlagen drin. Und das ist die Art und Weise, wie ich Content produzieren kann. Zum Beispiel ein Event-Review. Wenn du, mein lieber Stefan, mal auf die wahnsinnige Idee kommst, in Berlin ein Live-Event zu machen, dann wäre ich gern Medienpartner, ich möchte hingehen. Und was ich dann mache, ist, ich mache, hier ist eine Beschreibung, falls jemand anders das machen muss, ne? Ja, eine Ereignisübersicht, Vergleich der aktuellen mit der letztjährigen Veranstaltung. Was halte ich vom Veranstaltungsort? Hat dir die Stadt gefallen? Waren die Lautsprecher gut? Wirst du nächstes Jahr wieder hingehen? Und hier ist die Liste. Ich stelle dich als Organisator vor, ans Team. An welche Zielgruppe geht's? Seit wann gibt es das? Bep, bep, bep. Mach dir halt mal die Arbeit und mach dir solche Vorlagen. Ich stecke meine Zeit in Systeme. Und danach bin ich nur noch dumm und halte mich an mein eigenes Konzept. Und das wird auch weiter wachsen und verbessern. So, das ist nur eins, Event Review. Und wenn du dann sagst, hey, wir haben den 18.09., hier seht ihr auch schon vorgeplant, die ganzen, für ein Jahr vorgeplant, zum Beispiel die ganzen Newsletter, dann erstelle ich eine Karte aus Vorlage, sage mir hier, die geht in den September. Ja, jetzt habe ich hier, das Titelbild wird entfernt. Und jetzt sage ich, Stefans Mega-Event Review. Und jetzt kann ich sagen, hier, dafür bin ich verantwortlich. Das Ding kommt raus am Freitag, den 24. um 0600. Und 2 Tage vorher muss das noch raus. Ich kann auch noch hier Teammitglieder mit reinpacken. Ich kann Anhänge mit reinpacken. Und das ist geil, Anhänge. Ich kann Videos und Audios mit reinhängen. Und da habe ich jetzt die Interviews drin mit dir, mit Besuchern, mit Speakern und so weiter. Und was hier jetzt ist, hier, bitteschön. Und dann habe ich noch ein Label. Dann kann ich sagen, konzeptioniert ist es, produziert ist es auch und geschnitten haben wir es auch. Es ist nur noch nicht draußen. Jetzt sehe ich das hier und habe auch einen Kalender-Power-Up und es wird automatisch abgedatet mit meinem Google-Kalender. Und dann weiß ich, dann und dann kommt das raus und hier kommen noch die Daten rein. Wenn es produziert ist, kriegst du auch noch automatisch eine E-Mail. Hier ist übrigens unser Content. So. Also, das wird hier von mir ein bisschen geplant. Es gibt die Möglichkeit, etwas zu kritisieren. Es gibt Zuschauerbriefe. Du kannst motivieren, Lektionen von, ein seltsamer Standpunkt. Die Liste, die hatten wir gerade eben schon gesagt, die ist relativ einfach. 6 Wege, bla bla bis bla bla. 5 Strategien, um erfolgreich das zu machen. Listen gehen immer sehr gut. Ein Tag im Leben von Markus Habermehl. Wie ich das und das erreicht habe. Oder der Hack. Schau mal, ich habe einen neuen Trick, dass das funktioniert. Ein aktuelles Ereignis. Ostern, Muttertag, Weihnachten, Covid gibt es nicht mehr. Hier Super Bowl, das chinesische Neujahrsfest. Um das sauber hinzukriegen, gibt es übrigens auch Content Cheat Sheet, habe ich es da drin? Hier ist übrigens ein Content-Cheat-Sheet. Wir haben uns schon hier, falls mir wirklich gar nichts einfällt, ich habe mir hier mal ein paar zwischengespeichert. Die kann ich einfach stumpf abrufen. Es gibt Webseiten, weltweite Feiertage. Und dann schaut ihr, timeanddate.de, kann man mal gucken. Und dann schau an, je nachdem, was dein Thema ist, schau an, was zu dir passt, okay? Und dann. Kuriose Feiertage kann ich da auch sehr empfehlen, dass man da mal schaut, was halt reinpasst. Ja. Bicycle Day, ich meine, ist vielleicht dann falsche Zielgruppe, aber dass man dann auch weiß, was gibt es in meiner Nische für Genau. interessante Feiertage.
Kannst Umfragen machen, wenn ich von vorne anfangen müsste, bla bla mit nur 100 Euro, das Zitat des Tages. Tribut ist das, was ich gemeint habe. Ich nehme meine größte Konkurrenz oder ich nehme das Produkt meiner Konkurrenz und reviewe es, natürlich immer positiv, denn dann gibt es auch noch Affiliate-Provision. Oder ich nehme das Buch meiner Konkurrenz und damit habe ich den Buchtitel und den Autornamen als Keyword. Und die können nichts dagegen machen. Es ist nämlich erlaubt. Punkt. Oder ich stelle einen YouTube-Kanal vor. Wenn andere den Kanal suchen, finden sie mich. Feiertagspodcast, heute Jahresrückblick. Jedes Jahr gibt es einen Jahresrückblick. Und die Interviews nochmal. Ihr seht, guck mal, wie viel ich habe. Das sind nur die Arten, wie ich Content produzieren kann. Wenn ich mich jetzt hinsetze und ich überlege nochmal, dann kommen nochmal 10 dazu. Okay? Also, kein Problem. Google, einfach fragen. YouTube fragen, Pinterest fragen. Und was auch wichtig ist, während der Keyword-Analyse wirst du Content finden. Beispiel, wir bauen jetzt gerade den Blog über die Schusswaffen auf. Das Ding wird heißen waffenbunker.com. Der Podcast wird heißen Der Funker aus dem Waffenbunker. Da habe ich als Keyword auch die Schusswaffenhersteller mit reingenommen, zum Beispiel Glock. Glock baut eine Pistole. Die weltweit bekannteste ist Glock. Jetzt gibt es das Modell Glock 17. Und jetzt habe ich in der Keyword-Analyse, im Keyword-Tool, habe ich rausgefunden, dass hunderte Leute jeden Monat in Deutschland eingeben, Glock 17 Wallpaper. Wallpaper sind Hintergrundbilder, sowohl für deinen Computer, für deinen Desktop, für dein Tablet, als auch fürs Handy. Was sagt mir das? Jetzt muss ich natürlich ein bisschen intelligent sein. Das sagt mir, ich will das Keyword besitzen, weil jetzt habe ich schon wieder ein Freebie, um meine Liste aufzubauen. Jetzt gehe ich zu Fiverr und lasse für $20 30 Wallpaper erstellen in allen Formaten, ja, wo ich die Rechte dran habe. Und die Leute dürfen sich das runterladen bei mir dann auf der Webseite. Und meine E-Mail-Liste wird damit aufgebaut. Also der Content kommt dann auch durch die Keyword-Listen-Recherche. Ja, ja. Garantiert. Deswegen also ist die wichtig. So wichtig. Ja, ja. Und auch ganz wichtig, das halt wirklich am Rechner zu machen und es zu suchen, anstatt einfach nur sich eine Excel-Tabelle aufzumachen und Brainstorming-mäßig reinzuschreiben, was einem selber einfällt, sondern auch wirklich zu gucken, ist das, damit was ich meine, dass... Ja, ja. Damit fängt es an. Ich zeig's dir mal. Wir haben nur noch 10 Minuten. Ja, geht schon. Wir nehmen mal die Keyword-Liste jetzt für den Waffenbunker. Also, womit es wirklich, wirklich, wirklich anfängt, ist hier, ihr könnt die Keyword-Liste sehen. Ja. Alright. Es fängt an mit den Head-Keywords oder auch Seed-Keywords genannt. Das sind die Keywords, die dir zum Thema einfallen. Wichtig, dass das einteilige Keywords sind. Ja? Hier gebe ich jetzt nicht ein Kurzwaffe Holster. Warum? Das soll nachher bei Kurzwaffe schon selber rauskommen. Einteilige Keywords, was fällt dir ein? Alles zum Thema Waffen und Schießen, was ich machen werde, ist hier drin. Aber auch die Hersteller, bla 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 bla, weil ich will gefunden werden. Die Modelle, die Kaliber und so weiter. Dafür habe ich 1,5 bis 2 Stunden gebraucht. Ja, und jetzt gehe ich hin und suche mir raus, was ist mir denn hier das Wichtigste? Mit was fangen wir an? Und dann haben wir beispielsweise gesagt, der wichtigste Kurzwaffenhersteller ist Glock. Jetzt gehen wir ins Keyword-Tool und geben mal ein Glock und sagen, was werden da für ähnliche Keywords rausgegeben? Und das suchen wir dann. Und hier werden die SERPs angegeben. Das Tool, das wir hier benutzt haben, ist Ahrefs. Das ist das beste und teuerste der Welt. Kostet 100 bis 180 Euro im Monat. Sollte man sich aber einen Monat auf jeden Fall gönnen. Auf jeden Fall. Und dann kannst du dort Keyword-Listen anlegen, kannst die herunterladen und machst die dir dann in so ein Google-Spreadsheet rein. Jetzt habe ich allein zum Keyword Glock 118 Unterkeywords gefunden. Und damit, wenn ich doch weiß, dass Glock 19 5.800 Mal gesucht wird, dann habe ich besser einen Artikel über Glock 19 da drin.
Und ich werde auch das Keyword Glock 19 relativ häufig in den Mund nehmen. Glock 17, aber noch viel häufiger. Das sind Business-Informationen, die ich hier kriege. Bitte jetzt, ich weiß, Leute, Waffen ist ein sehr diffiziles Thema. Ich bin, ist mir voll und ganz bewusst, bitte lasst das Politikum beiseite, konzentriert euch hier nur auf die Business-Informationen, die ich raushaue, okay? Bitte Message vom Sender trennen hier in dem Fall. Auch das Keyword Holster, unglaublich interessant. Das wird von einer Tabakfirma besetzt, weil die Holster-Tabak heißen. Das wusste ich so nicht. Ja? Ah, wir können auch hier nochmal gucken. Wo war es denn? Ich finde es jetzt gerade gar nicht. Irgendwo war das Glock 17 Wallpaper drin. Holster, alleine Holster, was so gesucht wird, 160 weitere Keywords. Und da lasse ich jetzt große Blogartikel drüber schreiben, da werde ich auch Leute dafür bezahlen. Und wenn die geschrieben sind, 6.000, 8.000 Worte, dann mache ich daraus meinen eigenen Podcast. Aber so muss ein Anfänger nicht anfangen. Hier werden jetzt auch 10.000 Euro reingesteckt. Das ist jetzt einfach, bitte, geht einfach hin, wenn ihr AREFs habt, AREFs geschrieben. Genau, da das ist gerade eine Frage im Chat gewesen. Ich war es gerade am Googeln. AHREFs oder? Ja, AREFs. Und da gibt es 7 Tage für $7. So. Ah ja, hier ist Star Trial. Ich kopiere den Link in den Chat. Ja, die $7 bitte nehmen. Und in den 7 Tagen Vollgas geben. Punkt. Ich zeige mal, wie es funktioniert. Wenn ihr euren Account angelegt habt, dann könnt ihr euch hier so einloggen und dann seid ihr im Dashboard. Im Dashboard wollt ihr nicht sein. Ihr möchtet hier oben in den Keyword Explorer reingehen. Und jetzt nehmen wir doch zum Beispiel mal, und jetzt stellt ihr ein Google. Ja, ihr könnt auch YouTube nehmen, aber Google ist normalerweise das Wichtigste. Und Deutschland. Und jetzt gehen wir hin und sagen Bauherrenberatung. Wir nehmen jetzt mal nur Bauherren. Wir haben ja gesagt Einteilige. Was wir jetzt sehen ist, wir haben eine Difficulty von 18. Das bedeutet, es ist nicht sehr, also AREFs schätzt es nicht sehr schwer ein, auf dieses Keyword zu ranken. Es wird aber 2200 Mal in Deutschland gesucht. Und selbst wenn du bezahlte Werbung drauf machst, ist es nicht sonderlich teuer. In Österreich schon nicht mehr so oft und in der Schweiz fast gar nicht. So, wenn wir jetzt Matching Terms hier links eingeben, dann können wir anfangen, hier unsere Keyword-Liste, alles, was wir so haben wollen, bla bla bla, hier reinzupacken. Wenn wir unten fertig sind, gehen wir auf Add to. Entweder suchen wir uns eine Liste raus oder erstellen eine neue. Und dann, die neue Keyword-Liste heißt einfach natürlich Bauherren. Und dann gehst du auf Export und lädst sie dir als CSV herunter. So einfach macht man eine Keyword-Liste. Und da gehst du bitte hin, bis so die Suchanfragen auf 30 bis 40 runtergehen. So. Na? Wir können auch mal Online-Kongress eingeben. Wird nicht so oft gesucht, aber es wird nur 700 Mal gesucht, hat aber 876 Klicks. Würde sich lohnen, da mal einen Artikel genau drüber zu schreiben. Genau. Und wenn du es herunterlädst, ist auch noch wichtig, genau, wir gehen mal kurz in meine Keyword-Liste Kurzwaffen hinein. Ihr seht also die Arbeit, das ist einfach Fleißarbeit. Wenn ihr auf Export geht, bitte den Haken bei Include SERPs nicht setzen. Nicht setzen, sonst gibt es ein falsches Ergebnis. Sonst wird jede einzelne Suchergebnisseite in die Liste mit eingetragen. Wir möchten nur die Info hinten, was für Arten von SERPs. Also Beispiel, wenn ich hier die SERPs mal anzeigen lasse. Die ersten 10 Seiten werden dann original in die Liste eingetragen und das für jedes Ergebnis, und das willst du nicht. Okay, du möchtest nur wissen, welche Arten von Seiten angezeigt werden. Frage beantwortet?
Ich denke auf jeden Fall ganz viele tolle Tipps. Ich weiß. Recherche ja. ist die Basis. Also ein cooles Keyword-Tool, das man auch am Anfang, ich habe es schon zugemacht, ich mache es nochmal auf. Ein cooles Keyword-Tool ist natürlich Ubersuggest von Neil Patel. Wenn Ahrefs ein bisschen das Ganze ein bisschen positiv bewertet Ubersuggest das Ganze ein bisschen negativ oder also beziehungsweise optimistisch und pessimistisch, gehen wir mal hin, Bauherren, einfach nur mal Bauherren in Deutschland. Also kostenlos kannst du 2 Abfragen oder 3 am Tag machen. Und hast hier unten auch nur sehr begrenzt. Man sieht, 4,4K, das war klar. Und er geht jetzt von 25 schon auf eine Difficulty von 51. Also wird die Wahrheit irgendwo zwischendrin liegen, so bei 35, 40, ja? Von 100. Je höher die Zahl, desto schlechter. Und da haben wir dann noch Keyword-Ideen und Content-Ideen, gibt da auch raus. Ja, Keyword-Listen, die sind neu. Keyword-Ideen in der Übersicht, bitteschön. Auch hier Keyword-Liste, Copy to Clipboard, überhaupt kein Problem. Und hier Upgrade to see 290 more Keywords, 7, ja, was kostet das? 50 Euro im Monat, 1 bis 3, 29 kann man auch mal machen. Einfach mal schauen, was da alles drin ist. Inwiefern es dich limitiert oder nicht. Aber ja, man kann nicht auf SEO und ein bisschen Recherchearbeiten verzichten, weil dann geht die ganze Arbeit im Bach runter, weil die Energie, die verpufft sonst. Mhm. Es gibt wunderbare Podcasts da draußen, die sind so schön für die Zielgruppe, aber die Zielgruppe findet es nicht. Ja. Und das ist das Gleiche wie mit deinem Produkt. Wenn du es nicht verkauft kriegst, ist es nichts wert. Wenn die Zielgruppe dich nicht findet, weil sie halt wunderschöne Fantasienamen nutzen und halt nicht ganz stumpf Keywords in die Titel reinbringen, Keywords in die Beschreibung mit reinbringen, weil die Suchmaschinen sagen dir ja schon, was die Zielgruppe sucht. Also gib sie ihnen doch. Ja, lieber Markus, ich weiß, dass deine Community auf dich schon wartet. Deswegen meine Empfehlung, wer noch Fragen weiter hat. Ich weiß, ihr habt sicherlich noch Fragen, sei es in Bezug auf die Keyword-Suche, sei es in Bezug auf den Podcast. Nehmt Kontakt mit Markus auf. Er ist außerdem perfekte Begleitung, wenn ihr da wirklich Gas geben wollt und jemanden braucht an eurer Seite als Sparringspartner, als Coach, der euch zeigt, wie das mit dem Content-Marketing gut funktioniert. Wie können dich die Leute am besten erreichen? Ich weiß gar nicht, was haben wir alles rausgehauen? Facebook funktioniert tatsächlich unglaublich gut. Mir eine Freundschaftsanfrage stellen. Ich glaube, noch 50 Freunde oder so habe ich frei, darf ich annehmen. Meine Coaches haben auch tatsächlich meine scharfe Handynummer, die dürfen mir WhatsApp schreiben. E-Mail bitte nicht so. Ich habe so 15, 20 E-Mail-Adressen, überall kriege ich Spam drauf, das geht unter. Deswegen ist E-Mail tatsächlich gar nicht so dolle. Wisst ihr was, ihr kriegt meine Handynummer, schreibt mir eine WhatsApp. Anrufen ist nicht, ich nehme keine Anrufe an, weil wer einen Termin haben will, der muss bezahlen. WhatsApp ist aber unheimlich gut, denn das habe ich am Computer auf und sobald ich nicht mehr in einem Termin bin, antworte ich da. Also wer mitschreiben will, 0043 für Österreich, 677 637 217 67. Ich wiederhole es nochmal, 0043 677 Wie sind meine 0677? Jetzt habe ich es vergessen. Himmel. 0677 637 217 67. 0043 677 637 217 67. WhatsApp, einfach Kontaktnachricht, bitte. Habe ich jede Woche.
Hi Markus, ich bin's. Hör mal, ich habe eine Frage. Wer ist ich? Ich bin ich. Schreibt bitte euren Vornamen, euer Nachnamen rein und schreibt auch bitte kurz, dass du mich hier im Kongress gesehen hast, und dass du eine Frage hast. Und wenn ich es schnell schriftlich beantworten kann, dann gerne. Wenn nicht, können wir auch einen Zoom-Call machen oder whatever. Schauen wir uns gerne an, okay? Bitte Klasse. nicht voll spammen, das ist echt meine scharfe Handynummer. Ich habe sonst keine weitere und da ist auch kein Teammitglied oder sonst was dran, das bin ich. Ihr habt ja die Aufzeichnung hier bis morgen in der Gruppe. Solltet ihr jetzt irgendwie es verpasst haben, dann die Nummer mitzuschreiben, könnt ihr auch gerne mich kontaktieren. Dann stelle ich den Kontakt her, dann gebe ich euch die Nummer nochmal. Wir werden es jetzt nicht in der Gruppe posten, weil nämlich sonst genau das passiert, was Markus gerade sagt. Dann hat er morgen ganz viele Kontaktanfragen von Leuten, die mal mit ihm über sein Business sprechen wollen. Und deswegen, wenn ihr den Kontakt wollt, gerne dann auch euch an mich wenden. Dann gebe ich euch nochmal die Nummer weiter. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, lieber Markus, für den Voll tollen gerne. Input. Ich kann es nur Spaß gemacht. empfehlen, nehmt den Kontakt auf, holt euch mehr Infos und holt euch den Markus an die Seite für euer Content Marketing und mehr. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao. Bis dahin, ciao.